Die Gottesdienstbesucher in Rehde wissen an diesem Morgen noch nicht, was sie heute in der Messe erwartet. Dass Priester Josef L. sich gleich vor der ganzen Gemeinde zu einem sexuellen Übergriff vor mehr als 30 Jahren bekennen wird. Die Kamera muss dabei draußen bleiben. Für alle Beteiligten steht danach fest, so ein Bekenntnis in der katholischen Kirche, das haben sie noch nie erlebt. Wir haben nichts davon gewusst und ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, aber Betroffenheit ist schon da. Also ich bin selber Messdienerleiterin und ich hatte auch immer Messen mit dem und da war das ja eigentlich also immer alles ganz normal und das ist jetzt schon so ein Schock. Wer weiß, was noch vorgefallen ist. Keine Ahnung, ist schwierig. Hut ab, würde ich mir von vielen anderen Priestern und anderen Beteiligten wünschen, so offen damit umzugehen. Pfarrer Josef L. hatte sich, sichtbar betroffen und mit zittriger Stimme, zu seiner Schuld bekannt und einen Brief verlesen, in dem er dem Bischof seinen Verzicht auf alle Ämter angeboten hat. Der Betroffene, nennen wir ihn Daniel, war heute nicht dabei. Aber wir konnten ihn gestern treffen, die Übergriffe belasten ihn noch immer. Damals war er 18, als der Priester ihn sexuell bedrängte. Angeekelt sei er damals gewesen, besonders schlimm aber, dass das Bistum ihn nicht ernst genommen habe. Die haben gesagt, sie waren ja gerade schon volljährig. Und für volljährige Betroffene interessiert sich das Bistum nicht. Das ist eine Privatsache unter Erwachsenen. Und genau darum habe er nicht locker gelassen. Der Priester hatte sich zwar schon vor vielen Jahren entschuldigt, aber das Bistum hatte den Fall weder dokumentiert noch darüber informiert. Auch nicht, als Pfarrer Schmölzing vor 7 Jahren ganz konkret angefragt hatte, ob es Vorwürfe gegen den Pfarrer gibt. Das Bistum hatte das verneint. Persönlich hat es auch mein Vertrauen zur Kirche durchaus verändert. Das sage ich als Pfarrer. Weil ich als kirchlicher Mitarbeiter erwarte, dass, wenn ich eine Frage stelle, dass ich mir mit Transparenz begegnet wird. Das Bistum räumt Fehler ein. Inzwischen sei klar, auch Erwachsene könnten Opfer von Missbrauch werden, Missbrauch von Macht. Für Daniel ist damit heute viel erreicht. Was mir wichtig ist, einfach dazu beizutragen, dass im Bistum solche Fälle aufgedeckt werden. Pfarrer L. ist ab jetzt von allen Diensten freigestellt. Er darf aber weiter Messen feiern, wenn sich das jemand ausdrücklich wünscht.